Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Den holen wir uns. Ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Oh, wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen. Aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Du hast doch einen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Okay, dann halt, kann ich das sagen? Nein. Hätte ich natürlich nicht. Ich habe ja keine Fähigkeit, irgendwas zu machen hier. Ich weiß auch nicht, wo der herkommen soll. Ich ahne, was du von mir verlangst. Schlauer Mann. Du machst das also? Du bringst mir meinen Bogen zurück? Das habe ich nicht gesagt. Echt, hey. Aber du hast es sicher in Erwägung gezogen. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Jetzt so eine total blöd naive Stimme. Wo genau hast du deinen Bogen verloren? Es ging alles so schnell. Darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Top. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths. In der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Nee. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber schön. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Na toll. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, das ist natürlich gut. Und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Verboten. Weil mir gesagt wurde, man kann ruhig klauen. Man wird wohl nicht immer dabei erwischt. Weil ich weiß nicht, ob man sich vielleicht dabei verstecken muss. Ich meine, ich habe ja schon was geklaut aus Versehen. Ich speichere mal einfach. Ich brauche Heiltränke. Hilft alles nichts. So, hat funktioniert. Siehst du? War voll auch leicht. Jägerrüstung. So, wieder raus. Hehehe. Hast du noch einen Heiltrank oder was soll das? Nee. Ach, wo sollen die jetzt auch merken, dass ich geklaut habe? Ich hab's jetzt halt im Inventar. Und freue mich drüber. Schön. So, ich habe eine neue Rüstung. Ist vielleicht besser als meine jetzige. Mal gucken. Warte. Die oben ist neu. Und ich kann die gar nicht tragen, weil mir fehlt Konstitution. Aber ja, sie wäre tatsächlich besser. Rüstung. Achso, plus 2, nicht plus 12. Ja, gut, sie wäre minimal besser. Aber sie ist ordentlich was wert. Wann steige ich Level auf? Oh, ich habe 200 XP bekommen. Und das Ding ist immer noch... Ich habe gerade die Hälfte der Hälfte geschafft davon. Und also ganz ehrlich, wie bekomme ich dann Level up und alles? Und na klar, offenbar durch Questen bekomme ich Level. Aber das Quest ist ja nahezu unmöglich. Aber der Weg war doch kürzer als gedacht auf jeden Fall. Das war schon mal nicht schlecht. Dann kann ich jetzt doch Duras ranholen. Dürfte sehr, sehr wichtig sein. Piu, 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 piu. Ich brauche dringend Level und Geld. Wobei ich an der Stelle mal erwähnen möchte, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesagt hatte, aber inzwischen auf jeden Fall ist meine Meinung zu Elex so, dass ich, dass ich absolut nicht zwangsläufig jede Nebenmission machen will oder vorhabe zu tun. Oh. Überall Viecher. Oh, fuck. Ah, der ist zu stark. Ich sehe schon. Uah. Totenkopf. Muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg, weg, weg. Kann ich im Kampf? Schlechter Zeitpunkt. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Nein, du sollst... Nein, du sollst das hier machen. Kommt da wohl nicht hin, oder was? Oh Mann, ey. Überall zu starke Gegner. Schlimm ist das.
Sollte mal speichern vielleicht. Auch im Kampf die Beste, die man haben kann. Ey, du! Siehst schon eher nach einem kragenweiten Gegner aus. Ausweichen! Oh, Alter! Ich bin so schwerfällig auf den Finger, ich weiß auch nicht wieso. Aber gerade habe ich nur ganz knapp noch den zweiten Klick gemacht und das gerade so im Timing geschafft. Oh, fuck. Kommt der schon wieder an. Uah. Na, ich kann Berge hochlaufen. Nicht so geil. Nein! Nein, aua! Ah, fuck! Ah, wo kommt das denn jetzt her? Mann, oh. Es ist ein Dauer-Game-Over-Spiel. Also Leute, die denken, dass Dark Souls schwierig wäre, die sollten mal Elex spielen. Ach. Oh. Das ist hier gerade so schön ohne Schaden besiegt. War ich voll stolz auf mich. Au! Sag mal. Spinnst wohl. Nein. Oh, Glück gehabt. Wegstecken. Mitnehmen. Laufen. Obwohl. Uah, da ist das Vieh. Oh, ich bin zu langsam, zu wenig Ausdauer. Er holt mich gleich. Ist auch so dunkel, ich kann gar nichts sehen. Wo ist er denn? Ja, lauf, lauf, lauf. Da oben rauf, komm. Nein! Ah! Daneben, daneben. Blöd, Mann. Hihi. Komm, nicht provozieren, ist ja schön doof. Oh, hier war. Oha! Ey, der hat hier. Gemeine Pferd. Aua! Alter, aufstehen, aufstehen! Ey! Ich weiß nicht, wo der Typ ist! Ist das Kacke! Ich sehe überhaupt nichts, es ist voll dunkel hier. Ich kann null sehen. Da ist mein neuer Bildschirm schon so viel heller als mein alter. Ich sehe einfach nichts hier in der Dunkelheit. Kann ich jetzt. Ich bin aber im Kampf eigentlich drin, ne? Schlechter Zeit. Ja, natürlich. Ich hätte einfach nicht speichern sollen, das war mein großer Fehler, fürchte ich. Ich glaube mal hier drüben hin, der ist doch ein Jäger, der wird ein bisschen mir helfen bestimmt. Wo ist er denn? Da. Hilfe! Da kommt das Vieh. Ich erziehe mich mal so lange, ne? Genau. What the? Was? Die Waffe steckt schon besser. Zwei Schläge? Ist der hart. Ich hätte auch mal hauen so den Typen. Ich werde auch XP dafür bekommen. Das wäre theoretisch eine Idee, oder? Ich hau einmal drauf, bekomme XP, der Hüt macht dann das Ding tot. Kann das sein? Geht das so? Ich meine, bei Duras damals am Anfang ging es auch so ähnlich. Da hat er auch das meiste gemacht, hat einmal getroffen, trotzdem XP bekommen, oder nicht? Weil das wäre ja natürlich die super Idee. Oder wäre es jetzt gewesen? Jetzt habe ich ja verkackt, weil ich das nicht so gemacht habe. Hätte mit dem Bogen mal draufschießen sollen, beim nächsten Mal. So, ab. Ein Wort zum Mord an Askor. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Nein. Richtig. Gut beobachtet. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Sollst mitkommen? Ach, gut. Ich könnte jetzt ein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Oh, neue Stufe, siehste. Ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Aber mitkommen. Dass er jetzt einfach ein Jetpack dabei hat, der Typ, nur der mitmacht. Zumal jetzt die ganze Technologie eigentlich bei den verboten ist, wie ich es verstanden habe.
Auch irgendwie komisch. Mitkommen. Ja. Ja. Mitkommen, ja. Ouch, das tut schon fast weh. Aber ich bin Level up. Intelligenz 10 neue Punkte zu verteilen. Oh, ohne Witz. Sind 10. So. Erstmal so weit. Das sollte jetzt ja reichen, um meine neue Rüstung auszuwählen. Siehst du? Die ist ja schon mal ein bisschen besser. Sieht zwar irgendwie langweiliger aus, aber gibt mir minimal mehr Rüstschutz. Was schon mal sehr wichtig ist. Oh Mann, ehrlich, das ist... So. Was haben wir hier? Ich müsste, habe ich noch gar nicht angeholt, großartig. Wollte ich auch machen. Gut, hier habe ich keine Chance, ranzukommen mit plus 10 Punkten. Mehr Erfahrung durch getötete Feinde. Intelligenz 50, ja, am Arsch. Erstmal Level 5 kommen, um das machen zu können. Und dann hier auch noch 30. Das ist, keine Chance. Wie soll ich denn da rankommen an diese ganzen Punkte? Um das überhaupt lernen zu können. So. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Magie wirken kann. Ich habe nämlich noch keine bekommen. Wann bekomme ich Magie? Wenn ich bei den Berserkern dabei bin? Weil es ist ja deren Steckenpferd irgendwie. Überall 0, 0. Achso, Berserker 1. Ja, siehst du hier. Ah, Berserker 0 von 1, klar. Kann ich erst machen, wenn ich dabei bin, wahrscheinlich. Ja. Ich habe 3 Lernpunkte. Ich kann nichts davon einsetzen. Das ist voll gut. Aber ganz klar, bei den 3 Gilden hier, ich kann wohl doch nur einer von denen auswählen. Das ist natürlich der Berserker, es bleibt dabei. Ich habe 3 Lernpunkte, ich kann sie nicht benutzen. Wo kann ich auch die Lernpunkte hier investieren? Wahrscheinlich, ne? Aber wobei, ich kann natürlich nicht, weil ich habe ja nicht. Ich bräuchte 10 Punkte nochmal nur hierfür, für Geschicklichkeit und Stärke. Und ich habe jetzt noch 8 übrig. Und ich habe das Elixier doch überhaupt nicht. Also ich bin fern ab davon, irgendwelche Fähigkeiten zu holen. Ganz schön bösartig. Man kostet alles 500. Hier ein paar dazwischen, die 52 kosten, aber sonst alles 500 Splitter. Wo soll ich das Zeug hernehmen, liebe Leute? Aber ich werde erstmal Nahkampf haben. Also Stärke 5 und Geschicklichkeit ein bisschen investieren. Bam, 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 bam. Das sind ja Leben hier, ne? Aha, aha. Geschicklichkeit. Ist da auch Ausdauer mit drin? Nee, ne? Ist hier Ausdauer mit drin? Ist hier Ausdauer? Es steht irgendwo Ausdauer direkt. Okay, das ist natürlich, Schwachsinn. Ich sehe mal nicht reinvestieren, aber irgendwie, Boys, ich fand das an sich nett. Gerissenheit, so vom Wortlaut, aber tatsächlich brauche ich es irgendwie nicht wirklich. Hier steht nirgendwo tatsächlich Ausdauer. Agilität, Gewandtheit könnte wie in Ausdauer reinfließen. Und Konstitution vom Namen her auch natürlich. Und körperliche Verfassung. Beides irgendwie hat ein bisschen was von Ausdauer, aber steht aber nicht explizit da. Das stört mich ein bisschen, aber es müsste eigentlich das sein. Egal. Ich brauche Geschicklichkeit erstmal. Um irgendwann darauf zu kommen hier. Und da brauche ich nur noch Geld. Das heißt, die halbe Miete ist dann schon fast geschafft. Schön. Ich würde gerne was verkaufen. Frage ist nur, wo. Die Frage ist auch, Moment. Obwohl er genau neben mir steht, ist ihm das egal. Interessant. Sehr interessant. Ich kann echt Dinge klauen, einfach so. Sollte schon vielleicht vorher speichern, sicherheitshalber, bevor ich irgendwas klaue, aber... Kann man mal machen. Was willst du hier? Oh, oh, nichts. Der ist fix aufgewacht. Aber du rastest euch was sagen jetzt hier, nee, geh nicht da rein, mach dies nicht, tut das nicht. Ich darf hier eigentlich auch nirgendwo reingehen, einfach so. Kann ich mir irgendwo schlafen legen eigentlich, wenn das Tag ist? Es ist so dunkel und überhaupt. Die ist ja auch nirgendwo eine Anzeige, wie spät es ist. Aber ich würde gerne, wohl wirklich gerne... Was? Die Tageszeit anpassen. So, halbwegs.
Und ich will wissen, ob ich irgendwie genau Tränke brauen kann. Das ist für mich auch extrem wichtig. Was ist denn hier alles? Ah. Toll. Anleitung? Chemie 1 habe ich nicht. Schön. Ja. Toll.